Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischhauer Geheimnisvolle Geschichte. Den Mann neben mir musste ich eigentlich nicht mehr vorstellen, das ist Wolfgang Stark für alle, die ihn noch nicht kennen. Wolfgang, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich ja immer riesig, wenn du mich hier zu Hause besuchst und wir beide eine Sendung drehen, weil dann wird es immer richtig interessant. Und die Zuschauer lieben das ja auch, was du zu erzählen weißt. Ja, für mich ist es ein Ereignis, zu dir zu kommen. Ich bin gerne hier und ich freue mich hier. Ja, super. Heute haben wir mal wieder ein super spannendes Thema. Die Sendung nennt sich Mystische Architektur. Ein Themenbereich, zu dem Wolfgang unheimlich viel zu sagen hat. Aber der eigentliche Aufhänger, warum wir dieses Thema heute besprechen, ist dieses Büchlein hier. Es ist das legendäre Wolfgang Stark Buch. Wir haben es endlich herausgebracht. Und es geht also praktisch heute in dieser Sendung um den Inhalt des Buches, was wird da thematisch behandelt, aber natürlich auch manche Informationen drumherum und manche Informationen, die ihr nur in dem Buch finden werdet. Ja, das Buch nennt sich Kloster Lockhorn, Zisterzienser, Templer, Mysterien. Und ihr seht, es ist ein Büchlein, ein Kompendium des Wissens. Das kostet 9,90 Euro. Wo ihr das Buch kaufen könnt, blende ich ein. Ansonsten findet ihr das alles unten in der Videobeschreibung. Und wir haben das im Selbstverlag rausgebracht. Ich bin der Verleger in dem Sinne. Ich habe auch das Vorwort geschrieben. Und ja, der Erlös des Buches, der geht an mich, an Wolfgang und an unseren Lektor. Das ist der Autor Robert Grains. Der schreibt eigentlich Horrorgeschichten, ist jetzt gerade hier nicht zu sehen. Der hat aber im Hintergrund ganz viel Arbeit für das Buch geleistet. Der hat sein eigenes literarisches Schaffen für mehrere Wochen unterbrochen, weil er ist ein großer Fan von Wolfgang, genau wie ich. Und er hat gesagt, wenn ihr das Wolfgang Stark Buch rausbringt, dann werde ich helfen. Also der hat das ganze Lektorat gemacht, das Coverdesign und hat mit Rat und Tat dieses Projekt im Hintergrund unterstützt. Und von daher, den Erlös, den wir damit generieren, der geht durch drei. Der Rest geht zum Buchhandel und zur Druckerei, das ist klar. Es ist ein Herzblutprojekt, ein idealistisches Projekt. Und viele von euch haben ja immer wieder gefragt, wann kommt das Wolfgang Stark Buch? Und jetzt haben wir es zum neuen Jahr endlich geschafft, das umzusetzen und sind auch mächtig stolz. Und ja, Wolfgang, so die Eingangsfrage wäre, wann hast du dieses Buch geschrieben? Das ist ja schon ein paar Jahre her, nur es lag halt bei dir immer in der Schublade. Und wie kam es dazu? Was ist so der Hintergrund dieses Buches? Wie kommst du dazu, über das Kloster Lockhorn ausgerechnet zu schreiben? Also das Buch musste geschrieben werden und durfte nicht veröffentlicht werden. Ich habe vor vielen Jahren, war ich mal Klosterführer im Kloster Lockhorn. Und da fielen mir viele Dinge im Kloster auf, die nicht so ganz übereinstimmten mit dem, was das Kloster eigentlich wirklich mal gewesen ist. Wir haben da wenig Literatur. Und ich war sehr viele Jahre im Kloster, Klosterführer und kannte jede Ecke. Aus beruflichen Gründen war ich da im Lockhorn immer zur Verfügung. Ich hatte damals ein Sicherheitsunternehmen. Und wenn da ein Bus kam mit irgendwelchen Touristen und die riefen an, können Sie mal eben kommen, wir haben einen Bus, dann war ich schon da. Und weil ich tagsüber viel Zeit hatte, bei uns war der Hauptjob immer nachts. Nun fielen mir Dinge auf in diesem Kloster, die ich nicht erklären konnte. Dann habe ich den Abt immer viel gefragt, warum ist das so? Ich komme nachher nochmal in den Einzelheiten darauf zurück. Und er hat immer ausweichende Antworten gegeben. Und irgendwann habe ich dann im Laufe der Jahre ein Buch geschrieben, mit meinen Vorstellungen, warum das so ist, diese Eigenarten und Eigentümlichkeiten in diesem Kloster, habe dem Abt das Buch gegeben und er hat gesagt, das veröffentlichen Sie nicht. Ich sag, das hat ihm nicht so gefallen, was du da geschrieben hast. Das wird veröffentlicht. Das veröffentlichen Sie nicht. Ich sage, wenn ich einen Verlag finde, dann wird das auch veröffentlicht. Und er wollte das nicht. Ich habe es auch nicht gemacht. Ich habe es auch nicht gemacht. Ich habe das zu Hause
bei mir auf dem Drucker gedruckt und selbst gebunden. Ein paar Exemplare gingen dann durch die Gegend. Ich habe es aber nicht veröffentlicht. Und irgendwann kommt Charles und sagt, du musst dieses Buch veröffentlichen. Ich sage, nein, mache ich nicht, geht nicht, sowas dürfen wir nicht erzählen. Also Charles ist eigentlich der Auslöser, warum das Buch in die Welt gekommen ist. Da habe ich gesagt, ist gut, dann wird es irgendwie gedruckt. Wir nehmen vielleicht ein bisschen was raus oder schleifen da Ecken und Kanten ein bisschen ab. Aber das Geheimnis bleibt. Und ich nehme dazu Stellung, was denn da wirklich los gewesen ist. Und es hat mir die Entscheidung leicht gemacht, der Abt ist im letzten Jahr abgelöst worden. Und den Abt, also den verehre ich sehr. Das ist ein toller Abt und noch tollerer Mensch. Und er wollte nicht, dass ich sowas veröffentliche. Und jetzt ist er nicht mehr Abt. Fühle ich mich nicht mehr so fürchterlich an diese Aufforderung gebunden. Ich habe ihm das auch nie zugesagt, dass ich es veröffentlichen werde oder nicht. Aber nun ist es raus und ich denke mal, es muss auch raus, weil die Zeit reif ist. Weil die Zeit dafür reif ist, dass der Mensch, der danach strebt, das zu wissen und anzuwenden, das Wissen einfach haben muss, was uralt ist. Es ist uraltes Wissen und man hat in den letzten Jahren das Kloster umgebaut. Das heißt, es war eine Dauerbaustelle über Jahre. Da hat man 35 Millionen investiert. Man sieht kaum etwas, was sich geändert hätte. Ganz im Gegenteil, das Kloster wurde im Laufe der Zeit immer weiter zurückgebaut auf den Urzustand. Das Kloster Loccum und das Kloster Maulbrunn sind die einzigen Klöster nördlich der Alpen, die noch ziemlich urtümlich erhalten sind. Die liegen für, das kennt ja jetzt nicht jeder, sagt nicht jeder Zuschauer sagt automatisch so, wow, ja, ich weiß, wo Loccum ist. Das liegt in Niedersachsen, ne? Ich glaube, so Region Steinhuder Meer, kommt das hin? Ja, ja, Steinhuder Meer, Hannover, diese Gegend. Da ist Loccum mit diesem Kloster ziemlich verborgen. Es ist ja auch uralt. Weißt du ungefähr, von wann das anfing dort mit dem Kloster? Es ist 1163 gegründet worden, also schon sehr, sehr alt. Und so Mitte 1240 rum war das fertig gebaut. Das ist schon erstaunlich, was man aus diesem Kloster gemacht hat. Es ist ein typisch zisterziensisches Kloster. Wenn man eins kennt, kennt man alle. Aber das Kloster in Loccum hat Besonderheiten. Und das ist mir aufgefallen, als ich da eben Klosterführer war. Ich habe mich dann sehr interessiert für die Architektur, viel Literatur gelesen und viel Dinge um die Zisterzienser und die Templer. Das ist nämlich, und die Templer, wo es jetzt historisch auch in deinem Buch wirklich eigentlich drum geht, eben nicht nur diese Architektur dieses Klosters, sondern was hat das mit diesen beiden Orden, mit den Zisterziensern und eben den mysteriösen Tempelrittern zu tun? Wie sind die Zusammenhänge? Ja, ich habe mich dann also mit der Geschichte beschäftigt und festgestellt, dass der Zisterzienserorden von Bernhard von Clairvaux nicht gegründet worden ist, obwohl das immer so festgestellt wird. Bernhard von Clairvaux hat mit 30 Verwandten und Freunden ein Neukloster, sagen wir mal, überrannt. Da war ein Neukloster, die haben sich aus den Bereichen von Cluny und so weiter mal abgetrennt und wollten wieder Ora et Labora ordentlich studieren und gottgefällig sein und dieses Leben auch leben.
Und die waren sehr erfolgreich in ihrer Entwicklung. Und plötzlich stand Bernhard von Clairvaux mit seinen Verwandten und Freunden vor der Tür und haben sich dort aufnehmen lassen und das einfach übernommen. Unfriendly Overtake. Die Kirchengeschichte stellt das nicht so dar. Aber es ist nicht so ganz friedlich vonstatten gegangen. Damals, als sie das Kloster übernommen hatten, und der Stephen Harding, der Abt, der hatte noch seine Regel abgeschlossen, damit das nicht umgeschmissen wird. Also es war eine reformbenediktinische Regel und Bernhard von Clairvaux war zutiefst augustinisch geprägt. Das hätte er bestimmt geändert, aber so manche Dinge konnten dann nicht mehr von ihm geändert werden. Und Bernhard von Clairvaux war der Neffe von André von Montbard. Und sein Onkel hat im Grunde genommen dafür gesorgt, dass der Bernhard dieses Kloster übernimmt. Danach fanden viele Neugründungen von Zisterzienserorden statt, alles durch die Familie Fontaine finanziert. Es ging im Grunde genommen gegen die kapetingische Monarchie, die durch diese Zisterzienserklöster in gewisser Weise kontrolliert werden konnte. Es war also auch eine politische Sache. André von Montbard war auch Gründer des Templerordens. Der war auch später der fünfte Großmeister des Templerordens. Und diese beiden Orden, der Templerorden und der Zisterzienserorden, die wurden gleichzeitig gegründet. Und ich möchte mal sagen, das waren Geschwisterorden. Auch eine Sache, die man in der normalen Literatur eigentlich so nicht findet oder zumindest die wird einem nicht so als wichtig präsentiert, dass da dieser ganz enge Zusammenhang ist zwischen den beiden Orden. Da ist also ein sehr enger Zusammenhang und besonders im Kloster Loccum konnte ich, sagen wir mal, die Bereiche der Templer viel besser finden als die Bereiche der Zisterzienser. Das bedeutet, das Kloster Loccum als Standort, als militärischer Standort, war viel praktischer als ein Ort der Kontemplation. Und das ist, glaube ich, einer so dieser ganz entscheidenden Punkte, die du in dem Buch rausgearbeitet hast und die der Kirche auch nicht so gefallen haben. Das Kloster war letztlich eine Art verdeckter Militärstützpunkt für Templer. Ja, man muss mal bedenken, es gab in diesem Kloster arbeitende Mönche und betende Mönche. Und das Kloster ist sehr groß, wirklich sehr groß. In diesem Kloster gab es beispielsweise 4 Schmieden, da gab es eine Walkmühle, ein großes Hospital, ein Vorratshaus, ein Lebensmittelvorratshaus, das war riesig. Das war riesig. Und in der Hochblüte gab es da 10 bis 14 Mönche. Also eine winzige Anzahl eigentlich an Mönchen für eine gigantische Anlage. 10 bis 14 Mönche und eine riesige Anlage. Da muss man sich überlegen, wozu brauchen 10 Mönche 4 Schmieden? Oder eine Walkmühle, da wo Stoffe gemacht werden. Vorratshaus, ein riesiges Vorratshaus. Die haben natürlich auch in Hannover im Loccumer Hof viel Lebensmittel verkauft. Aber dieses Kloster mit diesen riesigen Mauern, mit dieser Befestigung, war viel mehr geeignet als Kaserne für durchziehende Templertruppen als für 14 Mönche. Auch wenn da viele arbeitende Mönche waren, die hatten also mit der Kirche nicht so viel im Sinn und auch gar nicht so viel Zeit, denn die mussten arbeiten und Vermögen erwirtschaften. Nun gibt es viele Hinweise in dem Kloster, dass die Templer dort waren, da auch irgendwas gemacht hatten. Wenn man mal bedenkt, ein Templerheer zieht durch den Bereich Loccum,
kann dann sich da aufhalten. Die können mit Lebensmitteln versorgt werden. Da können die ihre Gerätschaften in den Schmieden in Ordnung bringen. Die können ihre Uniformen, Bekleidung und so weiter aufrüsten, die Kranken wieder aufpäppeln und jede Menge Verpflegung mitnehmen. Und es ist auch so, aus der Geschichte heraus, im Anfang des Kloster Locums, so Ende 1100, Anfang 1200, da gab es dann den Mönch Bernhard, der wurde später Abt, der wurde nachher Bischof, und da gab es die Slawenfeldzüge. Von Locum aus ging ein Feldzug Richtung Lübeck. Da haben die sich Schiffe gekauft mit 1000 Rittern. Sind dann über die Ostsee, die Düne aufwärts, und haben bei Xbüll eine Schlacht geschlagen. Und während dieser Schlacht wurde der Bischof, der ehemalige Abt von Locum, vom Pferd gestochen. Das ist ja merkwürdig, ne? Also man kann sich das heute schlecht vorstellen, dass irgendein Kardinal oder Abt oder Bischof in irgendeiner Schlacht an der Front zu Tode kommt. Der wurde vom Pferd gestochen. Das ist schon merkwürdig. Und es gibt einen Ausspruch von Bernhard von Clairvaux, wo er sagt, Leben ist schön, Siegen bringt Ruhm, aber besser ist es, als Heiliger zu sterben. Der Soldat Christi tötet unbekümmert, noch sicherer stirbt er. Was soll das jetzt bedeuten? Der Soldat Christi in Bezug auf die Tempelritter, die ja auch irgendwie ins Leben von Bernhard spielten, oder die Zisterziensermönche. Denn seine Mönche waren die Soldaten Christi. Das waren die Soldaten Christi. Und es war damals so, im Verhältnis Tempelritter, Zisterziensermönche, die Tempelritter waren betende Ritter und die Zisterziensermönche waren kämpfende Mönche. Das heißt, entweder waren sie in ihrem Kloster und haben sich mit irgendwas beschäftigt, das will ich mal so nicht weiter deuten und spekulieren, oder sie waren irgendwo an der Front. So eine Zisterzienserkirche, beispielsweise Locum, hatte keinen Eingang. Die hatte keinen Eingang? Nein, keinen Eingang. Wie sind die denn in die Kirche gekommen? Das heißt, in die Gemeinde konnte in diese Kirche gar nicht rein. Die Gemeinde konnte auch in dieses Kloster nicht rein. Die Zisterzienserkirchen haben auch keine Türme. Die haben Dachreiter und keine Türen. Das heißt, wenn ein Novize im Kloster anklopft, dann kommt er durch einen Bereich in den Klosterbereich und nachher auch liturgisch in die Kirche. Und dann hat die Kirche an der Nordseite eine sogenannte Totentür. Durch diese Tür wurden die verstorbenen Mönche rausgetragen. Nur rein ging nicht. Ging nicht. Die Zisterziensermönche, die durften auch nicht taufen. Die durften auch nicht missionieren. Ja, was haben die gemacht? Aber wie sind sie denn jetzt in die Kirche gekommen? Irgendwie sind sie ja reingekommen. Ja, im inneren Bereich, du hast ja neben der Kirche den Kreuzgang und von da aus vom Schlafhaus der Laienmönche, die kamen in ihren Bereich der Kirche, direkt von ihrem Schlafhaus und die Professenmönche kamen auch von ihren Schlafhäusern in die Kirche oder durch den Kreuzgang in die Kirche. Die hatten natürlich Zugänge innerhalb des Klosters. Nur von außerhalb des Klosters kann man in diese Kirche nicht rein. Die Tür, die da heute im Nordwesten ist, die wurde später erst eingebaut. Solche Kirchen hatten keine Eingänge. Heißt ja auch, diese ganzen Zisterzienser- oder Templeranlagen, die waren so abgeriegelt nach außen,
man kann als Außenstehender gar nicht rekonstruieren, was die da drin wirklich so alles gemacht haben. Ja. Natürlich gibt es irgendeine Geschichtsschreibung oder Spekulation, aber das waren eigentlich ziemlich hermetisch abgeriegelte Anlagen, die irgendwo in der Landschaft standen. Es kam ja niemand in so ein Zisterzienser Kloster rein, außer die Zisterzienser selbst und die Templer. Nun hat Kloster Loccum ein sehr großes Torhaus und an den Wänden des Torhauses sind viele Kerben. Das heißt, wenn jemand mit einem Schwert ins Kloster reinkam, musste er sein Schwert entschärfen. Dann haben sie das Schwert an den Stein langgezogen und dadurch bildeten sich im Laufe der Jahre tiefe Riefen. Die Bevölkerung hat dann den Sand aus diesen Riefen gesammelt und als Heilmittel verwendet. Also es war schon viele Truppen, die in dieses Kloster reinkamen. Und es gibt ja auch historische Nachweise, zum Beispiel über den Abt Bernhard oder nachher den Bischof, der dann in Xbüll vom Pferd gestochen wurde. Nun muss man mal bedenken, da marschieren 1000 Ritter los. Die waren also nicht nur in Loccum, sondern im Bereich Niedersachsen. Die wurden dann gesammelt, die bewegen sich nach Lübeck und kaufen da Schiffe. 1000 Ritter. Das sind auch noch viele Pferde und viele Knappen und Gefolge und was da noch alles zugehört. Und die Schiffe waren damals auch nicht billig. Und dann fahren die über die Ostsee und erobern das Land Litauen, Lettland, Polen und so weiter, die ganzen Ostgebiete. Und dann gab es immer die sogenannten Slawenfeldzüge. Die haben dann Land erobert und missioniert. Ich will das mal... Naja, man muss es aber so sagen. Das Missionieren ging da so, Tod oder Taufe. Wer sich taufen ließ, der war gerettet, der Rest war eben tot. Oder er wurde dann später verkauft. Das heißt, es wurden, das sind jetzt nicht die Zisterzienser, es wurden also Menschen eingefangen, die hatten menschenähnliches Aussehen, waren aber keine Menschen, weil sie keine Seele hatten. Dann wurden die eingekauft und auf der Marienburg in Marlborg verkauft. Und Fürsten und Könige aus ganz Europa haben Menschen da gekauft. Ist schon gewaltig. Ist schon gewaltig. Das heißt, diese Kreuzzüge, die damals gegen Osten gingen, ob es die Tempelritter waren oder die Deutschherren, die haben im Namen Jesu Christi das Land erobert, missioniert. Und die Ländereien, die erobert waren, die wurden dann mit Zisterzienserklöstern besiedelt. Jetzt habe ich noch mal eine Frage, die brennt mir auf der Zunge. Die Templer wurden dann ja irgendwann verfolgt und verboten. Und die Zisterzienser meines Wissens nach nicht. Und das war ja der, wie du ja sagst, Zwillingsorden. Wie viel Templertum konnte sich dann in die Zisterzienser, sag ich mal, retten oder wurde dort vielleicht verwahrt oder haben dann da einige Templer vielleicht das Gewand gewechselt und wurden Zisterzienser? Das könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Ja, das war ja auch so üblich. Wenn wir hier betende Ritter und kämpfende Mönche hatten, das heißt, wenn irgendwo an der Front was los war, dann war man an der Front. Und wenn kein Krieg war, dann war man im Kloster. Und dann hat man sich und sein Gerät wieder aufgepäppelt. Und die Klöster waren logistische Standorte und wirtschaftlich auch autark. Und damals, zu dieser Zeit, waren die Zisterzienserklöster auch irgendwo das, was wir als Landeszentralbanken heute bezeichnen. Von da aus ging eben alles los. Und man muss sich mal vorstellen, wenn irgendwo ein Kloster, ein Zisterzienserkloster gegründet wurde, dann kamen irgendwelche Mönche
und haben dann festgestellt, es ist ein guter Ort. Danach gab es dann keinen freien Bauern mehr. Das waren dann arbeitende Mönche. Die arbeiteten auf den Grangien und wurden im Kloster gut versorgt. Denen ging es ja auch gut. Das ist ja nicht so, dass da jemand unterdrückt wurde. Aber es entstand dann eine andere Ordnung. Und die Zisterzienserei hat schon Politik betrieben. Und ich will es mal so sagen, wenn die Templer in Europa unterwegs waren und haben Spenden gesammelt, dann brauchte die nächsten Jahre der Bischof keine Spenden mehr sammeln, weil nichts mehr da war. Die waren nicht so fürchterlich zimperlich. Und das geht auch aus der Geschichte hervor. Und die Templer und Zisterzienser waren sehr erfolgreich, sagen wir mal so. Und mit Jacques de Molay wurde dann der letzte bekannte Großmeister der Templer hingerichtet. Das war der letzte bekannte Großmeister. Ob der Templerorden dann aufgelöst wurde, das weiß man nicht so genau. Aber in Gedanken und in Organisationen existiert er natürlich weiter. Und nicht als Kriegerorden, sondern die Templer hatten sehr, sehr hohe Werte. Und die konnten auch was bewirken. Und die Templer nannten sich die armen Ritter vom Tempel Salomo in Jerusalem. Und die Freimaurerei bewahrt da irgendwelche Geheimnisse über den salomonischen Tempel, was der kann. Und dieser Tempel ist ein geistiger Tempel. Es ist ein geistiger Tempel. Und der funktioniert. Und der ist machbar. Und dieser geistige Tempel stellt sich in gewisser Weise auch in Zisterzienserklöstern dar, in der mystischen Architektur, mit der radiästhetischen Grundlage solcher Klöster und Kirchen. Jetzt kurz Unterbrechung für alle, die noch nicht die anderen Videos, die wir zusammen gedreht haben, gesehen haben, weil das war jetzt wirklich, glaube ich, so der entscheidende Punkt. Dieses ganze Gedankengebäude rund um den salomonischen Tempel findet sich in Zisterzienserklöstern, das heißt auch in Locom, und du bringst da noch die Radiästhesie mit rein, die du ja nun auch schon seit mehreren Jahrzehnten betreibst. Und das, glaube ich, ist so wirklich eigentlich neben diesen ganzen historischen Zusammenhängen das wirklich Spannende jetzt an dem, was du erforscht hast, was auch im Buch ist, an dieser Sendung. Aber jetzt kommen wir eben in diesen Bereich der mystischen Architektur und was es damit eigentlich auf sich hat und Energieströme und wie das auf den Menschen wirkt. Ne? Kann man das so zusammenfassen? Ja, und das war eben das. Seit über 40 Jahren habe ich ein Forschungsinstitut für Radiästhesie. Und nun habe ich mich sehr viel im Kloster aufgehalten, also vor den Führungen, nach den Führungen, auch zwischendurch mal. Im Sommer war ich gerne da, weil es im Kloster immer sehr kühl ist. Da schwitzt man nicht so. Und ich hatte nun Zugang zu allen Räumlichkeiten, alle Schlüssel. Ich konnte überall hin. Ich bin überall rumgekrochen mit dem Zollstock, habe Zeichnungen gemacht, habe das ganze Kloster vermessen. Und natürlich mit der Wünschelrute. Mit der Wünschelrute rumgegangen. Und habe gesagt, das sind so Merkwürdigkeiten. Das, was draußen messbar ist, ist hier drin plötzlich völlig anders. Und irgendwann ist mir mal aufgefallen, an diesem Kirchengebäude, das ist eine dreischiffige Basilika, nach Osten ausgerichtet, im Wegebau. Und da fehlte im südlichen Seitenschiff das westliche Joch. Das heißt, das südliche Seitenschiff ist um ein Joch kürzer als das nördliche. Da passt ja irgendwas nicht. Da ist jetzt so eine Aussparung.
Und dann habe ich immer überlegt, warum ist diese Aussparung? Die kann man nicht sehen, weil da das Konventgebäude so ein bisschen reinragt und da ist dann auch ein Zaun. Das fällt einem vom Außen und nicht unbedingt sofort auf, dass da was fehlt. Und dann habe ich den Abt gefragt, dann sagen sie mal, warum fehlt denn im südlichen Seitenschiff das letzte Joch? Da fehlt kein Joch. Ich sage, doch, da fehlt ein Joch. Da fehlt kein Joch. Doch. Dann habe ich einen Plan geholt, die Pläne sind in der Kirche, liegen die überall rum. Ja, ja, das ist ganz einfach. Hör mal zu, vor 800 Jahren und mehr haben die das Kloster gebaut, haben im Osten angefangen und immer weiter nach Westen, immer weiter nach Westen. Und als sie da hinten ankamen, da stand das Schlafhaus der Mönche. Da haben sie dann drumherum gebaut. Ja, das würde den damaligen Baumeistern ja eine ziemliche Inkompetenz attestieren. Und ich glaube, gerade in der Zeit, so im Hochmittelalter, wo die Sakralarchitektur nicht nur super weit entwickelt war, es gab ja auch den Burgenbau. Also wenn die eine Sache konnten, dann war das brillant bauen. Und die haben sich immer was Geistiges dabei gedacht. Ich bezweifle, dass es sich da um einen Zufall handelt oder so ein Fehler nach dem Motto, ach, das haben wir gar nicht bedacht, da steht ja schon ein anderes Gebäude. Nee, also die Zisterzienser-Baumeister haben auf alles verzichtet, nur nicht auf die Qualität, gut zu bauen. Also ja, und die haben perfekt gebaut. Und, perfekt. Und auch eben den geistigen, ja, Sinn mit einzubauen. Ne? Ja, dann habe ich auch den Abt angeguckt und habe gesagt, in Afrika ist heute Muttertag. Das wollte er erstmal so nicht verstehen. Hör zu, die bauen hier eine Kirche, die hat auch damals richtig, richtig viel Geld gekostet und richtig Aufwand. Und dann steht auf einmal so ein Dixi-Klo und da wird drumherum gebaut. Das machen die bestimmt nicht. Denn das Schlafhaus der Mönche war nicht mehr als eine Bretterbude damals. Also das ist schon ein wahnsinniges Gebäude, das steht seit Hunderten von Jahren da. Da wird man nicht auf ein Schlafhaus von arbeitenden Mönchen Rücksicht nehmen und da drumherum bauen. Das ist nicht so. Eine Antwort habe ich aber nicht bekommen. Ich habe da viel spekuliert. Das hat was mit dem Stein von Scone zu tun oder Lia Fail. Der Stein von Scone ist ein Krönungsstein, wo die Könige, die irischen, schottischen Könige gekrönt wurden. Angeblich liegt er unter dem Krönungsthron in England, in Westminster Abbey. Beziehungsweise wird er hingebracht, wenn es mal wieder soweit sein wird. Dieser Stein ist aber etwas Besonderes. Und diese ganze Kirche bewegt sich um diesen Stein. Und dieser Stein ist äußerst wichtig. Das heißt, die Kirche im Locumer Kloster bewegt sich um den Stone of Scone. Um nicht den Stone of Scone direkt als solchen, aber irgendwo doch. Ich versuche das mal zu erklären. Im Locum im Kloster gibt es eine Inschrift, wenn man vom Kreuzgang in die Kirche geht. Wie schrecklich ist diese Stätte? Dies ist nichts weiter als das Haus Gottes und das Tor zum Himmel. Das ist die Genesis 28, Vers 17. Darunter steht dann, Gott ist wirklich hier. Alles in Latein. Das wird auch nicht übersetzt. Bernhard von Clairvaux hatte seine eigene Vorstellung von dieser Bibelstelle. Der erklärt das auch in seinen Briefen, was er für eine Vorstellung hat. Nun, was ist das Besondere? Wie schrecklich ist diese Stätte? Das war beispielsweise auch der Introitus von der Kathedrale in Chartres. Chartres hat eine besondere Bedeutung. Jetzt springe ich mal ein bisschen hin und her. Ich habe mal von der Janina ein Buch bekommen, die Pforten der Templer. Und da geht es um Kathedralen in Frankreich. Und zwar um 7 Kathedralen,
mit der Mutterkathedrale Chartres, die im Sternbild der Jungfrau stehen und die einen besonderen Bezug zur Jungfrau haben. Und das sind bestimmte Tore. Das sind Tore, die auch benutzt werden können. Und dieses Tor gibt es in Loccum. Und das ist das Mystische und das Geheimnisvolle. Es geht da um die Genesis 28, Vers 17. Wie schrecklich ist diese Stätte? Dies ist nichts weiter als das Haus Gottes und das Tor zum Himmel. Das war eine Erscheinung, die Jakob hatte, als er auf der Flucht vor seinem Bruder nach Haran war. Dann hat er nachts geschlafen, hat sich da so einen Stein genommen, den hat er als Kopfkissen benutzt. Und nachts hatte er eine Erscheinung. Der Himmel öffnete sich, dann kam eine Leiter aus dem Himmel und die Engel stiegen da auf und ab. Und dann wurde ihm viel Göttliches prophezeit. Es wurde ihm viel erzählt. Und am Morgen hat er dann diesen Stein genommen, hat ihn aufrecht hingestellt und hat ihn geölt und geheiligt. Das war der Nabel der Welt. Um diesen Stein geht es. Es geht um den Stein, wie schrecklich ist diese Stätte und das Tor zum Himmel. Die Tore der Templer. Und in Loccum ist eines dieser Tore. Und das funktioniert, wenn man die radiästhetische Grundlage dieses Klosters mit einbezieht in eine Liturgie. Die Zisterzienser haben ihr Oratorium oder ihre Kirche als Zweckbau benutzt. Es war nichts weiter als ein Zweckbau. Und erst durch die Liturgie hat sich dieser Zweckbau geändert in das, was man bewirken wollte. Und Bernhard von Clairvaux war durch und durch Mystiker. Der wusste, wie es funktioniert. Der wusste, wie es funktioniert. Jetzt muss man sich mal vorstellen, so eine Zisterzienserkirche wie in Loccum, die ist nach Osten ausgerichtet. Im Osten ist der Altar, so wie in allen christlichen Basiliken, dann sind da die Sitzreihen. Das war früher aber ganz anders. Das war früher ganz anders. Die Kirche war natürlich genauso ausgerichtet wie heute. Die hat man nicht umgedreht. Aber in der Mitte war ein 3 Meter hoher Lettner. Das heißt, eine Wand. Das war in der Mitte. Und in der westlichen Hälfte dieser Kirche, da waren die arbeitenden Mönche. Und die hatten im Osten vor dem Lettner den Marienaltar. Und über dem Marienaltar war das Triumphkreuz. Und auf diesem Marienaltar wurde auch die Eucharistie dargebracht. So, das war jetzt die Kirche für die arbeitenden Mönche. Die kamen im Westen in ihre Kirche von ihrem Schlafhaus die Treppe runter und waren dann, wenn sie mal da waren, in der Liturgie, in der Andacht. Und hatten vor sich Jesus Christus als den Leidenden. Auf der anderen Hälfte der Kirche, da waren die Professenmönche. Die hatten ihre Stallen an den Wänden des Langhauses und guckten nach innen. Und da, wo heute der Altar ist, der hohe Chor, da war das Presbyterium. Und auf diesem Presbyterium war ein Heiligenschrein. Da war ein Heiligenschrein. Den Heiligenschrein gibt es in Loccum auch. Der ist riesig groß. Der war voll mit Reliquien und in der Zeit sehr, sehr wertvoll. Sehr wertvoll. Und dann habe ich mich mit dem Abt unterhalten. Ich sage, wenn die Mönche hier vorne gesessen haben und da, wo heute der Altar ist, da war der Heiligenschrein. Da war also eine Kiste mit Knochen. Die werden ja nicht die Knochen angebetet haben. Nee, natürlich nicht.
Ich sage, die haben Jesus Christus hinter sich. Denn in der Mitte war ja das Triumphkreuz mit Jesus Christus. Der hängt heute über dem Chor. Aber damals hing er in der Mitte der Kirche. Das bedeutet, die Professen, Mönche, die hatten keinen Jesus Christus mit Kreuz vor sich. Im hohen Chor, da war kein Kreuz, da war nur eine Kiste mit Knochen. Wen haben die da angebetet? Die waren auch prunkvoll. Wen haben die denn angebetet? Was haben die denn gemacht? Was haben die denn gemacht? Und ich habe immer wieder gefragt, was haben die gemacht? Und keine Antwort bekommen. Es ist aber so, man kriegt keine Antworten. Es ist so, Bernhard von Clairvaux hat von seinen Mönchen verlangt, dass sie alleine durch geistige Disziplin in der Lage sind, sich in einen paradiesischen Zustand zu versetzen. Paradisus Claustris. Das bedeutet, wenn die in ihre Kirche kamen, dann haben die sich in einen Zustand, in einen paradiesnahen Zustand versetzen können. Und wenn sie im Paradies waren, dann haben sie natürlich mit dem Paradies auch Jesus und die Welt hinter sich gelassen. Und dann waren sie im Paradies zusammen mit den verstorbenen Märtyrern, deren Reliquien sie ja in diesem Haus hatten. Also der Reliquienschrein war ein Haus, die haben also den Heiligen, den Märtyrern ein Haus gebaut und hatten Gemeinschaft mit den Heiligen im Himmel. Weil die halt auch eben als Märtyrer ins Paradies gegangen sind. Ja, dann waren die im Paradies. Dann brauchen die auch Jesus Christus nicht mehr vor sich, weil sie sind ja gleichzeitig mit Jesus Christus im Paradies. Und das ist das Geheimnis. Jetzt habe ich noch mal eine spitzfindige Frage. Dieser Paradiesteil innerhalb der Kirche, der war ja, wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, im Osten der Kirche. Ja, genau. Und ist es nicht so, dass die Gottheit im Westen zu finden ist? Also in der Bibel ist im Buch der Könige und Buch der Chronik, als der salomonische Tempel gebaut wurde, also viele Einrichtungsgegenstände. Und irgendwann haben sie dann Opfer dargebracht und dann ist Gott durch das östliche Tor in den Tempel eingeschwebt und hat im Westen Platz genommen. Da war die Bundeslade. Im Dunkeln. Im Dunkeln. Im Westen. Und er hat gesagt, ich ruhe im Dunkeln. Im Westen. Und das Tor, durch das diese Gottheit geschwebt ist, war immer im Osten. Nur bei uns ist im Osten das Heiligtum. Aber auch nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Denn eine christliche Basilika, wenn wir die im Westen betreten, dann ist da ein Vorraum, der nennt sich architektonisch Paradies. Und je weiter wir nach Osten gehen, desto weiter entfernen wir uns zum Paradies. Also der Osten muss nicht unbedingt das Paradies sein, kann aber. Und im Fall kann, eben jetzt von Loccum ist es so. Kann aber. Mhm. Es ist ja auch so, weil wenn wir in der Genesis sehen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, erste war wüst und leer und erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag und so weiter. Und irgendwann machte er in Eden den Menschen. Das heißt, er hat erstmal in Eden, im Osten von Eden, einen Garten gemacht. Dann hat er den Menschen gemacht aus Lehm und Sand, hat ihm Leben eingetaucht und hat ihn in den Garten hineingesetzt. Und irgendwann hat Adam und Eva dann gesündigt, dann flogen sie raus aus dem Garten. Das bedeutet, wo sind sie denn, wenn sie aus dem Garten sind? Sie sind immer noch in Eden, wo sie herkommen. Denn Adam wurde in Eden erschaffen und in die Aussparung im Osten von Eden ein Garten. Da kam er rein und da musste er wieder raus. Aber der Mensch befindet sich immer noch in Eden.
Er muss nur den Weg zu diesem Garten zurückfinden. Und er muss auch das Tor dazu finden. Und die Kathedralen in Frankreich, im Sternbild der Jungfrau, Notre Dame, unsere lieben Frau, das sind solche Tore. Locum ist aber auch so ein Tor. Locum ist auch so ein Tor. Und Locum steht unter dem Patronat unserer lieben Frau, nämlich unter dem Patronat der Jungfrau. Aber gleichzeitig auch unter dem Patronat von St. Georg, der Drachenbezwinger. Und das ist so wichtig und so einzigartig und so großartig an Locum. So großartig an Locum, dass nämlich Locum von der Wirkung her die Jungfrau beschützen kann, ohne den Drachen zu töten. Ohne den Drachen? Ohne den Drachen zu töten. Das heißt, der Drachentöter muss nicht unbedingt der Drachentöter sein, sondern der Drachenbezwinger. Und wenn St. Georg auf seinem Pferd sitzt mit seiner Lanze und hält seine Lanze an den Drachen, in der Symbolik tötet er ihn nicht, aber er bezwingt ihn. Und wir haben in Locum eine sogenannte Drachenlinie. Ich habe mir lange Luftaufnahmen vom Kloster angesehen. Das heißt, im Osten der Klosterkirche geht eine Mauer ab im Winkel von 21 Grad. Das ist eine sehr stabile Mauer, die vordergründig keine Notwendigkeit besitzt, da zu sein. Denn rund um das Kloster ist auch eine sehr große Mauer und innerhalb des Klosters müsste nicht unbedingt noch eine massive Mauer sein. Und dann im Winkel von 21 Grad, wo man perfekt gebaut hat. Und dann habe ich lange überlegt, warum macht er das? Warum hat der Baumeister das gemacht? Will er darstellen, ich kenne hier den Winkel zur Ekliptik, 23,5 Grad, die Erde, ob da irgendwelche Zusammenhänge sind. Bis ich dahinter gekommen sind, unter der Mauer läuft eine radiästhetisch wirksame Struktur, die nicht gestört werden darf. Die darf nicht gestört werden, die muss erhalten bleiben. Und deshalb hat man die Mauer da drauf gesetzt, damit da nichts gebaut wird, da wird nichts geändert, da wird nichts draufgestellt. Der Drache, der an der Stelle in die Klosterkirche reinkommt, bewegt sich diagonal über die Vierung und verlässt die Kirche an einer Stelle, wo Piszinen sind. Also Piszinen, das sind Vertiefungen im Mauerwerk, wo heiliges Wasser, sagen wir mal, Wasser, was am Altar benutzt wurde, war in gewisser Weise heilig. Das durfte nicht in die Kloake gelangen. Dann hat man das in Piszinen im Mauerwerk des Klosters verschwinden lassen. Und auf der anderen Seite dieser Piszinen ist das sogenannte Adlerkapitel. Unter dem Adlerkapitel saß der Abt des Klosters und ihm gegenüber saßen die Mönche. Und an der Stelle hat er aus den Büchern der Väter gelesen. Die Bücher der Väter waren besondere Bücher. Das gab es nur bei den Zisterziensern. Woanders wurden die Libri Carolingi gelesen, bei Zisterziensern nicht. Da wandert dann der Drache durch das Adlerkapitel und verschwindet dann im Fußboden in einer Öffnung, wo man erzählt, da wurde dann das Wasser rausgegossen, was der Abt benutzt hatte, wenn er den Mönchen die Füße gewaschen hat. Irgendwann, einmal im Jahr, hat er den Mönchen die Füße gewaschen, so wie Jesus Christus seinen Jüngern auch die Füße gewaschen hat. Aber das war eine Besonderheit und die fiel mir auf. Was ist denn da jetzt Besonderes dann an diesem Drachen? Und der Drache existiert heute noch, weil
obwohl man bauliche Veränderungen durchgeführt hat im Laufe der Jahrhunderte, der Drache nicht gestört wurde. Den gibt es noch. Dann gibt es noch andere wirksame, hochwirksame radiästhetische Linien, die ins Kloster reinkommen, entspringen auf einem ehemaligen germanischen Heiligtum und verlassen das Kloster dann über den Kapitelsaal. Und irgendwo treffen sich diese Linien. Und irgendwo ist das Geheimnis. Und das Geheimnis ist in der Vierung. In der Vierung ist das Geheimnis. Und in der Vierung erlebt man auch was. Und die Vierung einer Kirche symbolisiert das Grab Jesu Christi. Das bedeutet, das höchste Fest der Christenheit, Ostern, ist das Ereignis, wo die Frauen zum Grab kommen und sagen, das Grab ist leer. Das Grab ist leer, der Herr ist auferstanden. Ist ja merkwürdig. Das ist das Größte. Und in der Vierung haben wir das Grab Jesu Christi, dass es leer ist. Und da muss man sich mal vorstellen, wenn wir jetzt in der Vierung einer Kirche besondere radiästhetische Grundlagen haben, dann hat das Kirchengebäude einen Schwingungszustand, eine Eigenresonanz, die nicht unerheblich ist, wenn man, sagen wir mal, die Materie verlassen will, um in eine andere Bewusstseinsebene einzutreten. Und hilfreich ist dabei das Glockenläuten. Und so eine Glocke ist abgestimmt auf die Resonanzfrequenz des Klostergebäudes. Und wenn man in der Vierung steht, wenn die Glocke geläutet wird, dann hat man besondere Erlebnisse. Dann hat man besondere Erlebnisse. Also das ist ja wirklich faszinierend. Man kennt das ja schon aus der Literatur, wenn es jetzt zum Beispiel um Chartres geht oder gotische Kathedralen, dass dort in den Maßen Proportionen sind, die sich in Melodien übersetzen lassen oder kosmische Sphären. Das ist ja auch schon ein super spannender Bereich. Aber hier kommt eben noch hinzu, das Kloster steht auf Kraftlinien. Das heißt, als das mal gebaut worden ist, hat man diesen Ort ganz bewusst gewählt. Man kann ja auch vielleicht mutmaßen, war da vielleicht vorher schon was aus germanischer oder vielleicht keltischer Zeit oder noch älter. Und nochmal so zum Verständnis, weil das interessiert mich jetzt auch. Ich kann es mir schon vorstellen, du arbeitest ja mit der Wünschelrute als Radiästhesist. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Wie lange hat das gedauert, dass du dann dieses Kloster mit der Wünschelrute durchgegangen bist, diese Linien erforscht hast? Was hat denn der Abt und die Leute da dazu gesagt? Haben die gesagt, der Wolfgang Stark spinnt? Oder? Ich war ja beruflich in der Lage, mir tagsüber Freiraum zu verschaffen. Und ich habe mich also sehr viel, sehr oft im Kloster aufgehalten und gemessen, wenn keine Leute da waren. Da waren keine Leute da. Und dann habe ich Experimente gemacht mit den Piszinen und so weiter und habe den Drachen aktiviert. Ich habe mir gedacht, irgendwas muss man den Drachen zum Leben erwecken. Denn alles, was man früher bewirkt hatte, was wirklich passierte, war in einer Liturgie enthalten. Und da musste dann auch was passieren. Das bedeutet, wenn ich jetzt in bestimmte Piszinen, also im Behälter, im Mauerwerk, Wasser eingieße und warte etwa 4 Stunden ab. Dann bewegt sich etwas im Kapillarsystem der Mauern. Das heißt, das Wasser steigt auf und bewegt sich, es fließt. In diesem Moment wird radiästhetisch etwas angeregt, dann ein Emittent. Nun hatten wir im Kloster, im Kreuzgang gibt es 4 Dominikanerkreuze, sehr große Kreuze. Dann habe ich den Abt gefragt, was machen die Dominikanerkreuze in einer Zisterzienserkirche? Hier gibt es keine Dominikanerkreuze. Ja, die gab es dann eben nicht. Ich habe mich da auch nicht gestritten.
Aber die gibt es da, die sind auch abgebildet. Es gibt noch mehr Fliesungen im Kloster, die sind in dem Buch auch abgebildet, die etwas bewirken, die etwas sehr intensiv bewirken. Und nun hatte ich mich viel mit Chartres beschäftigt. Chartres wurde zur gleichen Zeit wie Locombe gegründet. Chartres ist dann abgebrannt, wurde dann neu aufgebaut, in der Zeit, als Locombe auch aufgebaut wurde. Also die haben beide sehr viel Ähnlichkeiten im zeitlichen Bereich. Und dann gibt es die Chartres-Elle. Die Chartres-Elle ist ein Hunderttausendstel des Erdumfangs auf der geografischen Breite von Chartres. Da habe ich mir gedacht, was die konnten, das konnte unser Baumeister auch. Und dann habe ich gemessen und gemessen. Dann haben wir ein Disto besorgt. Das ist so ein 3D-Scanner, der also super genau misst. Dann haben wir das Kloster, die Kirche, vermessen auf einen Zentimeter genau. Dann bin ich zum Landesvermessungsamt. Die haben mir eine CD gedruckt. Und mit Hilfe der CD und mit Hilfe von Bekannten, die rechnen können, ich kann nicht so gut rechnen, sind wir dann zu dem Ergebnis gekommen, dass die Locombe Elle 65 Zentimeter lang ist. 67,5 Zentimeter. Das bedeutet, wenn man das alles rechnet, eine Locombe Elle ist genau ein Hunderttausendstel des Erdumfangs auf der geografischen Breite von Locombe. Das konnte ich mit der CD vom Landesvermessungsamt. Aber 1163, der Baumeister konnte das auch. Da kann man sich fragen, wie er das konnte. Der konnte das 1163 auch. Dann hat er dargestellt an dem Bereich mit dem fehlenden Joch und mit dem Mittelschiffjoch, dass er die Quadratur des Kreises beherrschte. Das steht auch in dem Buch. Die Quadratur des Kreises. Die Quadratur des Kreises ist nicht nur ein mathematisch-geometrisches Phänomen und eine Herausforderung, die machbar ist. Die Quadratur des Kreises ist einfach so. Der Kreis ist Gott, das Quadrat ist die Materie. Und wie kommt Gott in die Materie? Wie kommt der Geist in die Materie? Das kann ich. Ich kann bewirken, dass der Geist in die Materie kommt. Ich kann bewirken, dass Gott anwesend ist. Dass Gott anwesend ist. Quam terribilis es locus iste. Also wie schrecklich ist diese Stätte. Das ist nichts weiter als das Tor zum Himmel, das Haus Gottes. Und darunter steht, und der Herr ist wirklich hier. Das heißt, Gott ist wirklich hier. Das bedeutet, in Locombe, im Kloster, können wir bewirken, dass Gott hier ist, dass Gott anwesend ist, weil dieses Kloster ein Tor ist. Dieses Kloster ist ein Tor und kann zu einem Tor gemacht werden. Und nun habe ich viele, viele Jahre experimentiert und gemacht, zu einer Zeit, als man das Kloster noch mieten konnte. Ich habe, das ging. Also das war genial. Ich habe dann Seminare gegeben, Wochenendseminare, die gingen von Freitagmittag bis Sonntagmittag. Und wir haben im Kloster gewohnt. Im Kloster, direkt im Kloster haben wir gewohnt. Und dann sind wir nachts durchs Kloster, tagsüber durchs Kloster spaziert, aber unsere wirklichen Aktivitäten haben wir nachts gemacht. Da war also nachts waren wir in der Kirche und haben da Experimente gemacht und Versuche gemacht über Jahre. Über Jahre. Und konnten Dinge in Erfahrung bringen, die waren überraschend. Wir haben einmal etwas gemacht, das werde ich im Einzelnen nicht erzählen, was da passiert ist, zumindest nicht so öffentlich. Dann waren da Ereignisse, die ich später mit einem Shaolin-Mönch in Hannover besprochen habe. Da sagte Wolfgang, du weißt gar nicht, was ihr gemacht habt. Ihr seid so blöd, ihr habt das Tor zur Hölle geöffnet. Ich sage, was haben wir?
ihr habt das Tor zur Hölle geöffnet. Ich sage, hör mal zu, wir waren in einem Kloster, in einer christlichen Kirche. Ihr habt das Tor zur Hölle geöffnet. Und dann musste ich darüber nachdenken. Es ist ganz einfach so, wenn jemand in den Himmel will, als Jesus gestorben ist, da hat er zu seinem Nachbarn, also der Nachbar, der Verbrecher, der hat sich bekehrt, hat seine Sünden bereut und hat laut Bibel Jesus zu ihm gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, du wirst heute mit mir im Himmel sein. Geht ja schlecht. Denn als Jesus gestorben ist, da musste er erst mal 3 Tage in die Hölle. Und am 3. Tage ist er auferstanden von den Toten. Und wir haben im christlichen Glaubensbekenntnis, früher war niedergefahren zur Hölle, auferstanden, sitzen zur Rechten Gottes und so weiter. Das ist heute ein bisschen geändert im Glaubensbekenntnis, aber als ich das noch lernen musste, als Kind, niedergefahren zur Hölle. Der musste also 3 Tage in der Hölle sein, konnte also nicht schon heute mit dem Verbrecher im Himmel sein. Da war der Verbrecher 2 Tage vor ihm im Himmel. Sag ich mal einfach so. Das ist gelöst worden von Jehovas Zeugen. Weil in der Bibel ist ein Kommafehler. Die Jehovas Zeugen, die haben gesagt, da muss wirklich stehen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir heute, Komma, du wirst mit mir im Himmel sein. Kann ja sein. Die Bibel ist ja öfter mal verfälscht worden und unachtsam ist man da gewesen. Nun sind wir aber in der Lage, die Bereiche, wo Tore sind oder wo ein Tor ist, Genesis 28, Vers 17, das Tor zum Himmel, ist aber auch gleichzeitig das Tor zur Hölle. Und deshalb, wie schrecklich ist diese Stätte? Wie schrecklich ist die Stätte. Jakob hat eine Erscheinung, der Himmel öffnet sich, die Engel kommen hoch und runter und er ist begeistert und voll Ehrfurcht und sagt, wie schrecklich ist diese Stätte. Wieso ist die denn schrecklich? Wieso ist sie denn schrecklich? Bernhard von Clairvaux hat gesagt, was ist denn schrecklich? Ich begegne Gott, wenn ich jetzt in die Kirche gehe, an diesen Ort. Da muss ich mich bewähren, da muss ich sauber sein, da muss ich rein sein, sonst komme ich nicht in den Himmel. Denn es war ja das himmlische Jerusalem, was die Mönche dann betreten hatten. Und wenn sie nicht sauber waren, kamen sie durch die Prüfung nicht durch. Und Bernhard von Clairvaux hat gesagt, es nützt ja nichts, wenn ihr mein Leib esst oder wenn wir den Leib Jesu Christi essen oder den Leib Gottes essen und Gott isst uns nicht. Dann haben wir verloren. Dann haben wir verloren. Und deshalb ist dieser Ort so schrecklich. Das heißt, ich gehe durch die Hölle und wenn ich da nicht gehalten werden kann, weil ich sauber bin, dann kann ich ihn nehmen. Was mich auch interessieren würde, du sagst ja in Loccum, da kreuzen sich die Linien. Du hast von der Drachenlinie gesprochen. Das ist ja der Drache, der auch von Georg besiegt wird. Jetzt ist die Frage, ist dieser Drache nicht auch ein gängiges Symbol für Luzifer, den gefallenen Engel oder den Teufel? Ja, aber wenn jetzt Luzifer der gefallene Engel ist, dann ist er immer noch der Lichtträger, ne? Oder wenn Luzifer Satan ist und wir lesen den Hiob und die Söhne Gottes treffen sich bei Gott und stehen alle um den Thron von Gott herum, auch Satan war unter ihnen, steht in der Bibel. Und dann hat Gott sich mit Satan unterhalten. Ist auch ein Sohn Gottes. Ist auch ein Sohn Gottes. Weiß ich nicht, wie wir das behandeln sollen, gehört aber dazu. Er gehört aber dazu. Und es ist so, als Jesus dem Satan in der Wüste begegnet ist, hat der Satan gesagt, bete mich an, knie nieder. Und ich übergebe dir die ganze Welt. Wann hat Jesus darauf verzichtet? Er wusste aber, dass er der Fürst der Welt ist. Naja, das heißt, solange wir in der Materie sind, sind wir vielleicht auch dem Fürsten der Welt unterworfen. Kann ja mal sein.
dem kann man dann auch begegnen. Und es ist so, als Papst Benedikt noch Kardinal war, der Ratzinger Josef, da hat er mal einen Artikel veröffentlicht, der Teufel ist leibhaftig unter uns. Er hat auch das sogenannte Engelwerk, das ist eine Organisation innerhalb der katholischen Kirche, die das Engelwerk bezeichnet viel Dämonisches. Viel Dämonisches. Da gibt es eine große Gemeinschaft derer vom Engelwerk. Und damals haben wir eine Schrift über verschiedene Universitäten ausgeliehen und kopiert. Da kommt man heute nicht mehr dran. Die ist jetzt weg, weil der Papst Franziskus da völlig anderer Meinung ist als damals der Papst Benedikt. Der Papst Benedikt war dafür. Dann habe ich in Österreich den Pater Bonifatius kennengelernt, der auch diesem Engelwerk angehört und einer orthodoxen Vereinigung, die solche Tore schützt. Der sagt, Wolfgang, das ist ganz einfach. Da, wo man früher Tore zur Hölle gefunden hat, da hat man Klöster drauf gebaut. Und die Mönche hatten die Aufgabe, diese Tore geschlossen zu halten. Und irgendwann war das nicht mehr möglich, weil diese Klöster verschwunden waren, weil die Mönche verschwunden waren und so weiter. Aber die Tore nicht. Und da ist schon lange, lange niemand mehr, der die Tore zuhält. Und deshalb hat das Dämonische sich auf der Welt ausgebreitet. Und breitet sich immer weiter aus. Und wir Kirche, wir Mönche, die das wissen, sind nicht mehr in der Lage, alle Tore zu schließen oder dicht zu halten oder das Dämonische zurückzuhalten. Allerdings entwickeln sich Gesellschaften, esoterische Gesellschaften, die sowas auch können. Die sowas auch können, und das ist unsere Hoffnung. Und es gibt in den USA einen Priester, der im Engelwerk noch weiden kann und tut, und in München auch. Es geht also weiter, es ist nicht verloren, aber es gibt diese Tore. Es gibt diese Tore. Und als ich dieses Buch von der Jadina gelesen habe, die Tore der Templer, die Kathedralen, ich denke, das haben wir doch alles. Wir brauchen nicht 7 Kathedralen unter dem Zeichen der Jungfrau, die eine besondere Wirkung haben. Kloster Loccum kann das alles. Kann das alles und kann das sehr gut. Und da passiert auch was. In Kloster Loccum passiert auch was. Und man wird nicht ganz ohne Grund 35 Millionen in so ein Kloster investieren. Für was? Für was? Da ist nichts Neues gebaut worden. Da ist Altes restauriert worden. Da ist man hat mit einem sehr, sehr großen Aufwand moderne Baustoffe rausgenommen und durch alte Baustoffe ersetzt. Da ist gewaltig was gemacht worden. Das heißt, Kloster Loccum funktioniert. Funktioniert als mystischer Ort. Wir haben in Kloster Loccum eine Stelle, das ist der sogenannte Baugrund. Da stelle ich dann immer Leute drauf. Früher habe ich in meinen Seminaren immer viele Leute da drauf gestellt. Das ist ein Levitationspunkt. Man stellt sich dahin und fühlt sich plötzlich nicht mehr so ganz sicher in der Welt. Wenn man weiß, was der Punkt kann, dass er levitieren kann, kann man das ausnutzen. Aber erstmal ist man sehr, sehr irritiert. Und das war der Baugrund. Und das Geheimnis, ein großes Geheimnis dieser Klosterkirche und des Klosters insgesamt. Und zwar ist der an der Stelle, diese Fliesung ist an der Stelle, wo das fehlende Joch ist. Und über diesem fehlenden Joch war eine Treppe zum Schlafhaus der arbeitenden Mönche. Das bedeutet, das ganz, ganz große Geheimnis war verborgen.
unter der Treppe, die zum Schlafhaus der arbeitenden Mönche führte. Aber das war doch auch die Treppe, durch die diese arbeitenden Mönche in die Kirche gelangten. Und die waren doch auch, wenn ich das jetzt richtig zusammenbringe, in dem Teil, der durch diese Holzwand abgetrennt war. Also nicht, ja, im Paradies. Nicht, die waren, also das Geheimnis war nicht im Paradies. Aber nach alter Bauhüttentradition, also die Baumeister, die hatten auch Tradition, da galt es, das Geheimnis ist bei denen verwahrt, die am wenigsten unterrichtet sind. Aha. Naja, und das sind natürlich die... Die haben noch null Ahnung, was für ein Reichtum sich unter ihrer Treppe befindet. Null Ahnung. Und die kümmern sich auch nicht darum. Warum auch? Das ist eine schöne Fliesung. Die ist in dem Buch auch abgebildet. Sie funktioniert. Sie funktioniert. Du stellst dich da drauf und du erlebst was. Du stellst dich in die Vierung. Und du erlebst was. Und wenn wir die Kirche aktivieren, das heißt den Drachen aktivieren, dann noch ein paar andere Linien aktivieren, dann eine richtige Liturgie machen, so wie früher die Zisterzienser das gemacht haben, dann erlebst du was. Dann erlebst du was, dann kannst du tatsächlich das, was Bernhard von Clairvaux von seinen Mönchen verlangt hat, alleine durch geistige Disziplin, in einen paradiesnahen Zustand zu gelangen. Das heißt, du musst dich ins Paradies versetzen können und du bist im Paradies, weil es geht. Weil es geht. Aber nur dann, wenn du richtig vorbereitet bist, denn ansonsten ist dieser Ort schrecklich. Dann erlebst du Dinge, die möchtest du nicht erleben. Und die haben wir auch erlebt. Und als wir das erste Mal gemacht hatten, das war grausam. Das war grausam und wir hatten sehr viel Glück. Also wir hatten einen Initiationsritus und ich saß mit einem im Kapitelsaal nachts. Und alle 20 Minuten kam ein Kandidat bei uns vorbei. Den zogen wir in voller Dunkelheit in den Kapitelsaal. Dann passierte mit dem was und dann stellten wir ihn wieder weiter in den Kreuzgang. Da war weit entfernt noch eine Kerze. Dann kam er in die Kirche. Die Kirche war mit einer Kerze ausgeleuchtet. Mit einer einzigen Kerze ausgeleuchtet. Im Anfang haben wir gedacht, die Leute halten das nicht aus. Die mussten wir nachher aus der Kirche rausscheuchen, weil niemand aus der Kirche raus wollte. Mitten in der Nacht mit einer Kerze. Jedenfalls, in den 20 Minuten, bis der nächste Kandidat kam, hatten wir einen erheblichen Weinvorrat bei uns als Grundnahrungsmittel, damit wir nicht sterben. Und dann waren wir schon gut zufrieden. Dann waren wir schon gut zufrieden, als der letzte Kandidat da durch war. Und dann sagte der zu mir, ja, wollen wir das nicht mal machen? Ich dachte, was? Ja, was wir geplant hatten. Das heißt, wir wollten etwas aktivieren und haben das dann auch aktiviert. Und dann passierte etwas, was grausam war, was wirklich grausam war. Mit den Teilnehmern des Seminars, was die am nächsten Morgen auch nicht verstehen konnten, was da abgegangen ist. Und ich dann ja mit dem Shaolin-Mönchen gesprochen habe und er sagte, ja, Wolfgang, ihr habt das Tor zur Hölle geöffnet und danke Gott, dass ihr so besoffen wart. Und deshalb hat euch das nicht ereilt. Ihr hattet dann keine Lust mehr und habt eure Sachen gepackt und seid rausgegangen. Dann haben wir nämlich unsere Sachen gepackt und das Tor wieder geschlossen. Dann haben wir noch spätere Seminare, das immer wieder aktiviert, das Tor zur Hölle geöffnet, mit dem Ergebnis, die Teilnehmer bringen sich gegenseitig um oder wollen sich umbringen, da baut sich sowas auf, Tor wieder zu, sofort wieder vorbei. Auf, zu, dann haben wir die Leute beobachtet und konnten das kontrolliert machen. Was bedeutet denn das? Das bedeutet, da wird in diesem Klosterbereich, der nach meiner Überzeugung für die Ausbildung von Tempelrittern diente,
so hergestellt mit einer enormen psychischen Belastung. Und da wurden Dschihad-Krieger ausgebildet. Das heißt, die Tempelritter, die zogen in den Heiligen Krieg und wussten, dass sie lebend nicht wieder nach Hause kommen. Aber die haben vielleicht schon das Paradies erlebt. Ne? Ja, Locko. Weil sie das Paradies ja erlebt haben. Sie müssen in der Schlacht sterben, müssen dann jede Menge Sarazenen umgebracht haben und dann gehen sie ins Paradies, weil sie das ja sowieso schon kennen. Und so wurden Kämpfer, sagen wir, Kriegsmaschinen ausgebildet, Schläfer. Was wir heute im Dschihad ankreiden, das sind die Schläfer. Irgendwann gehen die an die Front und sprengen sich in die Luft. Das haben die Tempelritter auch gemacht. Die wussten, sie kommen nicht lebend wieder nach Hause. Später, als die Kreuzzüge, also die Hochblüte der Kreuzzüge vorbei war, hat das auch alles nachgelassen. Dann war das nicht mehr so. Da wurden diese Kampfmaschinen nicht mehr ausgebildet. Aber so ein Kreuzritter musste schon was leisten. Es sieht ja, in den Kreuzzügen sind ja nicht die Tempelritter mit Tausenden von Rittern in die Schlacht gezogen. Die Tempelritter waren so hoch ausgebildet, dass sie in die Schlachten anderer Heere eingreifen konnten und konnten koordinieren und konnten machen und konnten Tempel bauen. Und wenn wir in der Bibel lesen, der Salomonische Tempel, König Salomo konnte seinen Tempel 40 Jahre halten, dann war er kaputt. Solche Salomonischen Tempel halten nicht so fürchterlich lange, aber die Templer waren in der Lage, ihren Salomonischen Tempel 200 Jahre zu halten. Und das war die großartige Leistung der Templer. Und das ist auch die Leistung der Templer, die heute noch gelebt wird, der mystische Bereich. Dieser mystische Bereich, dieses Verlassen der Materie und zurückkommen in die Materie, um etwas zu erfahren und Tore zu benutzen. Tore zu benutzen und dieser Inhalt, dieser geistige Inhalt, den die Kirche darstellt, ist doch die Ordnung im Geisterreich wiederherzustellen. Das bedeutet, wenn der Kardinal Ratzinger gesagt hat, der Teufel ist war leibhaftig unter uns und die Dämonen sind auch unter uns, dann ist da was dran. Dann ist da was dran, das Dämonische. Und jeder Mensch, der ein bisschen fühlig ist, der fühlt auch sowohl das Gute als auch das Böse, das Dämonische. Es ist einfach anwesend. Und wenn es einer Ordnung unterliegt, wenn die Dämonen gebändigt werden, so wie König Salomo in der Bibel das konnte, dann sind wir schon auf dem richtigen Weg. Und das ist das, was die Tempelritter auch gelebt haben und was die auch konnten und was Bernhard von Clairvaux auch erwartet hat von seinen Soldaten Christi. Nämlich das Dämonische zu beherrschen und das Dämonische zu besiegen. Es geht jetzt nicht um Prügeleien oder man ist auf dem Schlachtfeld. Das Schlachtfeld ist geistiger Art und das Kloster Locum ist durchaus in der Lage, sowohl das Tor zur Hölle zu öffnen, als auch das Tor in den Himmel. Und da kommt wieder dieser Stein von Scone ins Spiel. Der Stein von Scone lag dann nach 1296 in Westminster Abbey. Ein riesiger Klotz. Ein riesiger Klotz. Den kann Jakob bestimmt nicht als Kopfkissen benutzt haben. Also Jakob hatte sich einen Stein als Kopfkissen gemacht. Das war bestimmt so ein Knudelstein oder sonst was, könnte ich mir vorstellen. Aber nicht ein Riesenstein, so wie er in Westminster Abbey ausgestellt wird oder wie man ihn googeln kann. Das war er ganz sicherlich nicht. Ganz sicherlich nicht. Und dieser Stein war
galt als Nabel der Welt und gilt immer noch als Nabel der Welt. Nur man weiß nicht, wo er ist. Ich glaube, damit haben wir auch ein schönes, offenes Ende für diese Sendung gefunden. Es bleibt spannend. Du hast super viel Wissen mit uns geteilt, aber es gibt noch viel zu entdecken. Unter anderem natürlich in diesem Buch. Ich muss die Werbung machen, liebe Leute. Das müsst ihr uns verzeihen. Es ist natürlich unser Baby. Das soll ja auch gekauft werden, weil ihr natürlich mit den Einnahmen, und es ist wirklich nicht viel, ich glaube pro Buch machen wir ungefähr 1 Euro Pi mal Daumen Gewinn, der durch 3 geteilt wird. Also wir reden hier nicht von Umsummen, aber es sind kleine Beträge natürlich. Wolfgang fährt ja auch für jede Sendung hier zu mir und muss Sprit bezahlen und von irgendwas leben diese ganzen Projekte, dass wir dadurch natürlich auch das hier alles am Leben erhalten können, in Zukunft weitere Sendungen machen, spannende Themen erforschen, euch präsentieren und weiterhin Freude an der Sache haben. Und ich hoffe, liebe Zuschauer, ihr hattet an dieser Sendung ganz viel Freude, Inspiration, konntet neugierig neue Dinge entdecken, Dinge aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Wolfgang, ich danke dir wirklich für deine Zeit und Mühe. Es ist immer wieder ein Hochgenuss, dir zuhören zu dürfen. Und es macht einfach Spaß, wenn du hier bist. Ja, es ist mir wichtig, das muss in die Welt. Ich hätte das gar nicht so lange verstecken sollen. Hätte ich nicht machen sollen. Und die Menschen, die daran interessiert sind, die finden diese Tore. Das ist nicht nur in Locum. Man muss diese Tore finden und wir müssen aufmerksam sein und nicht in irgendwelche Fallen laufen oder irgendwelchen Klabautermännern hinterherlaufen. Einfach aufpassen. Und es geht weiter, es funktioniert. Und diejenigen, die interessiert sind an Architektur, an Esoterik, an Radiästhesie und so weiter, die finden in dem Buch auch Hinweise, wo sie in ihrem Umfeld auch sowas finden können. Mir ist das so wichtig und da danke ich dir auch, dass du dafür gesorgt hast, dass das endlich geschrieben wird und dass das rauskommt und nicht bei mir verrottet. Dafür danke ich dir wirklich. Ja, es ist echt unser Baby. Wir sind super stolz. Und in dem Sinne, liebe Leute, sage ich mal, ciao und bis bald.